Hallihallo, Hallöchen. Ich bin wieder LS19 auf der PlayStation 4 auf der Karte Ravensberg. Und wie soll's anders sein? Wir sind wieder am Düngen. Oder quasi unser Helfer ist am Düngen. Und heute wollen wir da noch einen neuen Schlepper kaufen. Ja, eben. Hab das letzte Mal schon angekündigt. Wir haben mittlerweile 54.000 mit Aufträgen geschafft. Und ja, wir haben zwei Traktoren. Wollen heute noch den dritten kaufen. Und der soll dann auch die Dünge oder die Spritze quasi übernehmen, damit ich den Fendt habe, um andere Arbeiten zu machen. Genau, so wäre die Idee. Der ist da noch den Auftrag hier am fertig machen. Wir müssen dann auch gleich nochmal, denke ich mal, noch auffüllen hier. Während das denn machen, werden dann mal zum Händler den neuen Trecker abholen. Und wenn wir das alles gemacht haben, ja, müssen wir natürlich noch die Spritze quasi wechseln. Der Fendt kriegt auch wieder normale Bereifung. Der hat jetzt natürlich Pflegebereifung drauf. Und ja, dann haben wir, denke ich mal, einen guten Fuhrpark schon und können uns da eigentlich ein bisschen noch um den Kuhstall kümmern. Wir haben ja Kühe mittlerweile, 4 Stück. Die brauchen aber Wasser, so wie es aussieht, müssen auch sauber gemacht werden. Gras haben wir reingeschmissen. Gülle haben sie auch schon produziert. Super. Läuft. So, jetzt fährt hier unten gerade, hier ist gerade noch der Kanal. Oh, und hier ist gerade das Bahngleis. Auf jeden Fall fährt da immer der, die Wasserstraße wird hier sehr genutzt. Jetzt sieht es so aus, als ob der eigentlich genug Dünger drin hat. Und was bei der Karte auch noch cool ist, schaut euch mal den Hintergrund an. Das sieht aus, ob das wirklich hier, ob wir da mitten in diesem Land stehen und bis zum Horizont eigentlich spielen können. Sehr schön. So, jetzt bin ich mir eigentlich, hätte ich gedacht, der hat gar nicht mehr so viel drin, aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Okay, dann werden wir in dem Fall nämlich schon mal den Traktor bestellen. Und ihr habt da nämlich schon mal geschaut. Und ja, für 53.000 haben wir jetzt bloß noch, kriegen wir nicht so viel. Aber es gibt da einige Sachen. Und ja, ich habe da mal was rausgesucht und habe mich für... Der ist da gar nicht drin. Super. Der ist schon bei mittelgroßen Traktoren. Das ist schon mittelgroßer Traktor. Genau. Agrotron von Deutz Fahr. Habe ich gedacht, das wäre doch so kleines, feines Teil, was wir da gut einsetzen können. Und das wollen wir natürlich auch machen. Wir machen aber vorne noch so ein Fronthydraulik ran mit 3-Punkt-Aufhängung, damit wir da auch den Mähbalken betreiben können. Das wäre natürlich auch so eine Idee. Dann habe ich gedacht, machen wir da was ist das jetzt? Rundumleuchte. Genau. Jetzt eigentlich da Rundumleuchte. So, jetzt sehen wir es besser. Links und rechts. Ja, das ist gut. Oh, da kostet schon 40.000 nur für die Rundumleuchte, oder was? Dann habe ich gedacht... Ja, Motor weiß ich nicht, ob da die 128 PS Frontlader brauchen wir auf jeden Fall. Fronthydraulik haben wir. Und die Reifen haben wir aber noch die falschen. Da ist die Reifenwahl. So, Pflegebereifen. So, da kostet das schon...
44.000, also er wird auch nicht günstiger. Kotflügel lassen wir so. Rundumleuchte, ja, das sind bloß ein paar hundert. Und der Motor könnten wir 150 PS, dann wären wir gut ausgestattet und wir hätten, das kostet knapp 50.000 und ist jetzt vielleicht. Okay, Felgenfarbe ist eigentlich egal. Ich hätte da jetzt schwarz genommen, aber gibt's nicht. Okay, ich würde das Ding so kaufen. Und dann ist unser Geld auch schon weg. Aber ich habe das Gefühl, damit wir da auch wieder schnell mal was mit den Aufträgen wieder reinholen können. So, zum Glück ist der Händler gleich auf der anderen Seite von der Brücke. So, dann fahren wir nämlich gleich mal dahin und werden das neue Gerät anschauen. Der hier kriegt einen Service und wieder breitere Reifen. Es ist zu. Es ist noch zu. Genau, wir haben übrigens den 8. Frühlingstag, quasi die 9. Folge hier. Aber es geht voran. Ich finde es eigentlich, ich persönlich finde es eigentlich ganz gut, damit wir uns hier mehr oder weniger alles selber erarbeiten. So, ich glaube, da kann ich dann größere andere Reifen nehmen und hier vorne. Das ist das gute Stück. Agrotron 150, 150 PS. Deutz ist natürlich auch, der eine mag es, der andere nicht. Aber ja, jetzt haben wir eigentlich wieder drei verschiedene Hersteller von Traktoren. Also müssen wir uns nicht festlegen. Schon hier. Boah. Der klingt schon mal ganz gut. Wir können das da aufstellen. Sonst können wir weiter nichts, wissen wir auch nicht. So, 150 PS, der sollte eigentlich gut damit klarkommen. Wir werden gleich mal schauen, ob wir da noch so einen Düngeauftrag irgendwie haben. 7 und 12. 12 wäre gerade da hinten. Da könnten wir das noch machen. Da wäre auch das Zubringerauto noch ganz in der Nähe. Ich würde sagen, das machen wir auch. Wir werden den gleich mal testen.
riesengroße Kotflügel dran und jetzt haben wir da Pflegebereifung drauf gemacht. Sieht noch ein bisschen lustig aus. Wir hätten den jetzt natürlich auch als Hufschlepper nehmen können, aber ich will den gerade mal einsetzen hier. Und den Fan, der hat ein bisschen mehr Leistung, für den Hof nehmen und später auch noch für andere Arbeiten, die da vielleicht anfallen. So, das sollte das Feld 12 sein. Jetzt habe ich natürlich das Hit, muss ich ausklappen, bitteschön. Habe ich den Auftrag nicht angenommen oder? Aha. Okay, verstehe. So, jetzt könnte es was werden, wenn ich den Auftrag annehme. Dann darf ich da auch was drauf machen. Also ich finde es gut. Ich glaube, das ist eine gute, günstige Entscheidung gewesen, hier das Teil zu kaufen. Und eben, so können wir auch uns jetzt noch ein bisschen um die Kühe kümmern. So, aber da müssen wir sicher gleich mal den Tank nachfüllen. Habe ich das Gefühl. So, wir müssen mal hier durchswitchen. So, und jetzt müssen wir dann schauen, die Investition haben wir getätigt, Traktoren haben wir meiner Meinung nach jetzt genug. Jetzt heißt es eigentlich noch das ganze Equipment, wir haben natürlich auch einen Mähdrescher, wir haben so ziemlich viel schon, aber was uns noch so ein bisschen fehlt, ist doch da drüben die Werkstatt. Ah, da ist der Einkaufskorb. Natürlich. So, hier ist die Werkstatt. Gibt es da neue fette Schluffen wieder drauf? Wir sagen erstmal reparieren. Jawohl, der hat jetzt einiges an Stunden gemacht. Konfigurieren. Und meiner Meinung nach müssen wir da eigentlich nur... Ja, mit Radgewichten brauche ich eigentlich Standardräder. Das reicht erstmal. So, jetzt ist immer beim Konfigurieren
wenn wir nämlich da gucken, jetzt sagt er mir da, der hat 100, 15 PS, aber da sagt er mir, er hat doch fast 200 PS. Okay, passt schon. So, waschen können wir den bei uns auf dem. Aber warte mal, wir fahren da lang. Auf dem Hof. Aber jetzt wollen wir uns ja ein bisschen noch um die Tiere kümmern. Die haben Durst. Frisches Gras haben sie noch. Da war der Finger ein bisschen zu schnell. Immer schön blinken. Mal gucken, wie meine Straße hier eigentlich, Hofstraße, hätte ich mir denken können. Hier geht's zum Hof. Okay, der sieht schon ein bisschen dreckig aus, das gute Stück hier. Ich würde sagen, wir verpassen den als erstes eine Wäsche. Bauen den Frontlader an und fahren dann zum Kuhstall rüber hier. Ja, ich würde sagen, wir setzen uns das nächste Ziel vielleicht so, damit wir ein bisschen Geld verdienen. Vielleicht müssen wir auch mal das ein oder andere Gerät mal noch ausleihen. Gerade wenn ich überlege, wenn wir vielleicht Heu machen wollen für die Kühe. Wir haben ja bloß eine Wiese. Und ja, irgendwie müssen wir die Viecher über den Winter kriegen. Es ist zwar erst Frühling, aber man muss ja halt schon ein bisschen vorausdenken. So sieht er doch schon wieder ganz manierlich aus. So, und der Frontlader sollte auch an dem Deutz ranpassen. Das haben wir extra so gemacht, damit die beiden eigentlich sich den teilen können. So sieht das doch schon mal ganz, ganz gut aus. So, jetzt kann ich nicht bloß Lohnarbeit machen, jetzt kann ich auch wirklich mal sagen, wir kümmern uns um die Kühe, obwohl ich da sagen muss, ich habe doch ganz andere Kühe gehabt, die waren doch alle schwarz-weiß, hätte ich gemeint. Ab und zu hat das Spiel so eine kleine Macke. So,
so, das ist ganz gut. Als Futterreste gibt es Silage und Silage kann ich dann natürlich gerade wieder verwenden und dann sagen sie, okay, juhu, wir haben Silage bekommen. Und dann muss hier irgendwo noch der Wasseranhänger stehen. Haben wir natürlich auch schon einen. Eigentlich haben wir schon recht viel gekauft. Gut, wir haben auch 1,2 Millionen ausgegeben und das, was wir jetzt noch verdient haben. Wasser sieht aber jetzt hier in den Anhänger recht knapp aus. Da müssen wir dann auf jeden Fall noch was holen. Da müssen wir aber runter zum See. So, jetzt sieht es mit dem Wasser schon gar nicht so schlecht aus. Jetzt heißt es, eigentlich könnten wir jetzt neues Wasser noch holen, damit sie da genug haben. Dafür würde ich aber die Schaufel hier lassen. Nur die Schaufel, den Frontlader nehmen wir als Frontgewicht. Und hier im Spiel ist er natürlich leicht abzubauen. In echt, ja, geht es wahrscheinlich schon ein paar Minuten, aber auch nicht so lang. Ich weiß gar nicht, ob ich mit euch schon mal Wasser holen gewesen bin. Aber das ist eigentlich noch eine ganz coole Location unten am See. Schau, selbst die Windkrafträder, die drehen nicht mal alle gleich schnell. Das ist auch cool. Nicht überall gleich viel Wind. So, noch ein paar Kurven, dann müssen wir abbiegen. So kann es gehen. Ich dachte, der Gelbe hält an und von vorne kommt noch ein LKW, ja. Juhu, seht ihr, deswegen der Frontlader. Der hält noch die ganzen Stöße ab. So, genau. Und hier wäre die coole Location. Hier fährt noch die Bahn, wenn sie denn fährt. Und hier haben wir den See. Und hier können wir auch offiziell Wasser holen. Das ist auch so in der Karte verzeichnet.
So, wir machen das Ding mal voll. Bin mal gespannt, ob der das überhaupt noch dann hier wieder hoch schafft. Eben deswegen auch lieber der hier mit den paar PS mehr. Wir schauen aber noch kurz zum Deutz. Der sagt nämlich jetzt, mir ist das Zeug ausgegangen. Oh, der sieht aber schon gut dreckig aus wieder. So, den werde ich noch auffüllen. Und der ist jetzt voll. Jetzt schauen wir mal, jetzt haben wir 18.000 Liter Wasser da drin. Man achte auf die Räder. Alles klar. Schafft er mühelos. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. So, in dem Fall sage ich dann erstmal danke fürs Zuschauen. Ich werde die Kühe noch Wasser bringen. Wir werden dann noch einen Auftrag machen und dann schauen wir mal, wie das denn weitergeht. Aber wie gesagt, wir wollen jedes Mal einen Tag weiter sein. Jetzt haben wir den 8. Frühlingstag. Es kommt dann noch der 9. und dann haben wir auch schon bald Sommer. Ja, es geht voran. Ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis denn dann. Ciao, ciao.